So, eine weitere Kramos-Woche. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie sich die Indizes in den letzten Tagen und Wochen bewegt haben. Vor allem ist interessant, scheint irgendwie im Land der Einhörner und der Wolken und der schönen Regenbögen zu sein, denn alles scheint ja langsam wieder gut zu werden. Zumindest, wenn man sich mal die Indizestände im Vergleich zu einigen Wochen, Monaten anschaut. Und genau darauf wollen wir eingehen, zusammen mit Tobias Kramer. Hallo. Hallo Richie. Vielleicht klar einleitend, vielleicht gucken wir uns da auch gleich mal den DAX an. Und man sieht, für viele Anleger scheint es die große Krise irgendwo vorbei zu sein. Wir haben ganz, ganz viele Kommentare, die sicherlich sehr, sehr positiv sind. Aber heute wollen wir vielleicht mal extra die andere Position einnehmen, was durchaus auch leicht fallen kann, wenn man ein bisschen hinter die Fassaden schaut. Aber bevor ich jetzt mal die ersten Bildschirme zeige, würde ich sagen, sollen wir mit dem DAX loslegen oder was ist dein erstes Thema? Was denkst du, wo sollen wir noch anfangen? Naja, weil für die deutschen Anleger der deutsche Aktienindex eben schon zunächst mal die wichtigste Bezugsgröße in der Regel ist, sollten wir in der Tat mit dem anfangen, sollten aber auch sagen, dass wir dieses Gespräch am Donnerstag, ich gucke lieber noch mal hin, bevor ich das falsche Datum sage, am Donnerstag, dem 4.6. um 14:50 Uhr aufnehmen. Was ist also gerade passiert? Heute Morgen hat die Bundesregierung nach einer Nachtsitzung ein von mir noch nicht vollständig erfasstes 130 Milliarden Euro, was auch immer, Programm freigegeben und angekündigt. Im weiteren Tagesverlauf, so gegen 13 Uhr, 14 Uhr, ich weiß es nicht genau, aber mein Telefon hat mir mitgeteilt, dass Frau Lagarde wiederum mitgeteilt hat, dass die EZB weitere 650 Milliarden, in welcher Zeit auch immer, das weiß ich, wusste ich aus der Headline auch nicht so genau, zum Aufkauf von Staatsanleihen bereitstellt. Der DAX schoss daraufhin auf 12.000 irgendwas 550 vermutlich nach oben, um jetzt, wo wir genau aufzeichnen, wie bei 12.300 Punkten zu stehen. Also da ist ordentlich Musik drin und Richie, und darauf zieltest du ja ab, ordentlich Musik war ja auch in den letzten Monaten drin. Das durchaus. Vielleicht aufs Paket können wir auch mal gleich eingehen. Klar, wir haben Mehrwertsteuersenkung 3% für ein halbes Jahr. Da kann man sich überlegen, wie viel kommt davon wirklich an? Wie viel wird da für ein halbes Jahr die Nachfrage gesteigert? Wir haben ja eine Bremse ein bisschen für die Verteuerung der Strompreise, was kommen wird. Wir haben keine Subventionen von Verbrennermotoren, sondern ein bisschen was für Elektromobilität, was kommen wird. Die Kommunen sollen entlastet werden. Da hofft man auch von der Regierung scheinbar, dass die da entsprechend die Investitionen wieder steigen können. Das sind die großen Blöcke, die kommen werden. Spannend ist, wenn man sich jetzt mal den DAX hier anschaut, wie du gerade angesprochen hast, ja, wir haben heute eine Bewegung gehabt nach oben, also nach unten, wie man der Kerze sieht, was ich aber auch sehr interessant finde. Und das ist ja, glaube ich, die Frage, die man sich stellen sollte. Ja, wir waren hier, als die ganze Corona-Krise losging, wir waren im Tief weit unter 8.500 Punkten und wir sind jetzt auf einem DAX-Stand, wie ich sag mal im Juli letzten Jahres oder wie auch Ende September ungefähr letzten Jahres. Und jetzt muss ich einfach die Frage stellen, haben die Unternehmen noch die gleichen Ausblicke, die gleichen Aussichten wie damals, als wir noch nichts von Corona gewusst und gehört haben? Und ich glaube, das ist auch ein interessanter Punkt, wo man sagen muss, ist die ganze Lage außenrum so positiv, wie sie an der Börse dargestellt wird? Oder, was ist gerade angesprochen, schwemmt einfach das Geld den Markt und es sucht sich irgendeinen Weg und der Weg geht momentan in die Aktien? Letzteres scheint der Fall zu sein und die eingangs gestellte Frage ist mit Nein zu beantworten. Die Unternehmen stehen nicht ansatzweise so gut da wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr, am 31. Mai 2019, hatte ich mir beim DAX notiert 11.727 Punkte und ein KGV von 15,6, was gleichbedeutend ist mit 752 Gewinnpunkten. Gestern, am 3. Juni, schloss der DAX bei 12.487, ein KGV von 24,4. Immer wichtig, das rückgerechnete KGV von Bloomberg, so wie es in der App verfügbar ist. Das entspricht 512 Punkten und das zusammengenommen entspricht dann einem Rückgang der Gewinne der im DAX 30 enthaltenen Unternehmen von 32%. Der Index steht 6% höher als vor einem Jahr. Das passt mit der wirtschaftlichen Wirklichkeit null zusammen. Und kann eigentlich auch nur in der Tat durch die Geldschwemme der Notenbanken erklärt werden. Aber es stehen eben auch noch härtere Zeiten an, denn ebenfalls an diesem Tag, am 4.6., titelt das Handelsblatt Angst um Millionen Jobs, denn da geht es dann darum, dass irgendwann diese ganzen Maßnahmen, unabhängig davon, was jetzt auch von der Regierung beschlossen wurde, irgendwann enden die ja. Und es ist eben beim Virus immer noch kein
internationales Ende abzusehen. Es ist natürlich ein Traum für die, die meine Sprache verstehen und die meisten, die uns hier zuschauen, dass wir in einem Land leben, was diese Krise relativ gut gemeistert zu haben scheint. Bei bestimmten Partys, die gerade in meiner Stadt stattfinden, muss man sich ja fragen, haben bestimmte Leute noch alle Tassen und im Schrank oder alle Latten auf dem Zaun? Aber es sieht in Deutschland ganz gut aus. International sieht es mitunter, gerade wenn man den Blick in die USA, ein für uns ja sehr wichtiger auch Stimmungsmarkt, richtet, deutlich bescheiden aus. Ich glaube, wenn wir von Arbeitslosenzahlen sprechen, hört man ja von den USA immer wieder bis zu 25% Arbeitslose, die prognostiziert werden. Wir haben bei uns aktuell, glaube ich, knappe 7 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Quasi ohne die Kurzarbeit wären die wahrscheinlich auch nahe an der Arbeitslosigkeit dran. Also wir haben da schon durchaus, wenn man auch viel Kritik üben kann, durchaus auch einige Sicherheitsmechanismen, die wirklich greifen und man merkt, so schlecht geht es uns vielleicht gar nicht. Und gerade zum Thema schlecht gehen, das USA schon angesprochen, wenn man sich da mal hinschaut, außer dass da wirklich jetzt auch die sozialen Brennpunkte immer schwieriger werden durch die Polizeigewalt, ist ja auch insgesamt die gesundheitliche Lage noch nicht so rosig, wie es Donald Trump manchmal gerne hätte. Ja, also dazu muss man natürlich auch sagen, dass selten etwas so rosig ist, wie es Donald Trump gerne hätte. Oder außer seine Frisur vielleicht, ja. Beschreibt. Aber auch dazu bist eben bei den Arbeitslosenzahlen gewesen. Auch in Deutschland gab es ja vor ein, zwei Tagen zumindest mal so ein kleines Stößchen nach oben. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was in den USA gerade los ist. Um 14.30 Uhr, also jetzt 25 Minuten vor unserer Aufzeichnung, kamen die Jobless Claims der vergangenen Woche. Und die sind ja, die haben sich ja letzte Woche schon das erste Mal über 40 Millionen Arbeitslose aufsummiert und dann dass sich diese ja sehr, sehr hohe Zahl ergeben hat. Diese Woche gab es an Jobless Claims nochmal 1,87 obendrauf. Jetzt muss man auch noch sehen, da gibt es ja dann auch wieder welche, die wieder in Arbeit kommen. Also von daher ist das keine Nettozahl. Aber die Arbeitslosenzahl in den USA dürfte jetzt so irgendwie im Bereich von kurz vor 42 Millionen Menschen liegen. Und das sind natürlich alles Haushalte, die konsumieren wollen, die konsumieren sollen, aber die nicht konsumieren können. Und das ist ein Riesenproblem für die Konjunktur, was aber komplett ignoriert wird. Okay, aber wir haben ja schon mal Krisen gehabt, wo wir auch schon Arbeitslosenzahlen hatten. Gibt es da so eine Möglichkeit? Schöne, als hätten wir das vorher darüber abgesprochen. Lass uns doch mal sehen, wie es damals ausgeschaut hat, zur Finanzkrise zum Beispiel. Genau, also ich hatte mir die Zahl gerade, es ist ja alles flüchtig. Am 2.4.2009, also schon deutlich auch nach dieser Lehman-Krise, auch deutlich ein paar Wochen nach den Tiefs Anfang 2009, die Börsen da genommen haben, war so der Peak-Point der Jobless Claims in den USA. Damals haben sich in einer Woche 669.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Wenn man das jetzt einfach mal damit vergleicht, nehmen wir mal eine Hand von mir. Dann nehmen wir mal dieses hübsche Gerät dazu und sagen einfach mal, eine Hand, zwei Hand, drei Hand, vier Hand, fünf Hand, sechs Hand, sieben Hand, acht Hand, neun Hand und noch eine obendrauf. Das ist in etwa das Maximum gewesen der Jobless Claims im Zuge der Corona-Krise. 6,6 Millionen Arbeitslosmeldungen, von denen der Großteil auch noch nicht wieder in Lohn und Brot ist, was ja notwendig ist, damit die Konjunktur nicht nur eine kleine Schelle bekommt, wie damals nach Lehman, sondern damit ihr auch diese Keule erspart bleibt, die, wenn man sie richtig einsetzt, massive Schmerzen verursachen kann. Sowohl natürlich beim Menschen als auch bei der Konjunktur. Wenn die Konjunktur eine Schelle bekommt, dann schüttelt sie sich mal, dann greifen bestimmte Maßnahmen, dann geht es schnell wieder auf. Wenn man mit so einer Baseballkeule mal irgendwo reinhaut und raufhaut, dauert's. Dann dauert das Heilen etwas länger. Und das kann eben auch Konjunktur und auch ja, eine staatliche Konstitution betreffen. Also von daher, so schön es ist, dass die Aktienkurse steigen, so sehr ich mich auch aufgrund aufgelöster Short-Positionen persönlich darüber freue, ist meine persönliche Alarmlampe in der Tat am permanenten Blinken, einfach deswegen,
weil ich es im Moment nicht rational nachvollziehen kann. Auch nicht mit der mitunter ja zum Ausdruck kommenden Erwartungshaltung, dass es dieses ominöse V, also diese schnelle Erholung, geben kann. Denn dafür müssen erstmal 20, 25, 30 Millionen Arbeitslose abgebaut werden, damit die dann wieder konsumieren dürfen. Also das sind definitiv nicht wirklich rosige Aussichten. Die Frage ist natürlich immer, was ist die Alternative? Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, diese Frage zu beantworten. Du kannst jetzt an der Seitenlinie stehen und zugucken, wo der DAX vielleicht, auch wenn es nicht nachvollziehbar ist, über die 14, über die 15.000 Punkte steigt, du bist nicht dabei, oder du stehst daneben und es geht wirklich runter und du freust dich. Im Nachhinein ist es ganz, ganz einfach. Momentan halt wirklich diese zwei Gegenpole. Die rationale Überlegung, die ganz klar sagt, die wirtschaftliche Lage ist nicht so rosig, wie sie an der Börse dargestellt wird. Die Arbeitslosenzahlen, die Konjunkturzahlen sind lang nicht so rosig, aber das Geld drückt trotzdem in den Markt. Und die Frage ist einfach, was kann da ein Anleger momentan tun? Das ist, glaube ich, eine extrem schwierige Frage. Hat auch viel, glaube ich, damit zu tun, wie viel Risiko ein Anleger sich zutraut und ob er das Risiko wirklich eingehen möchte. Das Risiko ist definitiv an der Börse immer vorhanden. Und wir müssen eben immer wieder sehen, also wir sehen das hier aus einer deutschen Perspektive. Wenn man hier in Deutschland, und das ist, ich erlebe das gerade in meinem persönlichen Umfeld, wenn da auf einmal die eine oder andere Arbeitslosigkeit auftritt, dann ist das eine Situation, die hier aufgrund der sozialen Sicherungssysteme eben relativ locker aufgefangen werden kann. Wir hatten ja, glaube ich, ganz kurz nach meinem Urlaub über den Urlaub in der Dominikanischen Republik gesprochen, wo wir ja den letzten Flieger herausgenommen haben, der planmäßig geflogen ist und wo wir im Hotel eben auch miterlebt haben, was es für die Menschen, die dort arbeiten, wo die Hotels jetzt eben bis Ende Oktober fix geschlossen sind, finanziell bedeutet. Die kriegen eben noch 2 Wochen Geld und danach ist Ende. Ich bin in der US-amerikanischen Arbeitslosenversicherung nicht ansatzweise zu Hause. Ich weiß also nicht, wie lange da gezahlt wird. Aber allzu rosige Sachen habe ich bisher davon nicht gehört. Und von so etwas wie dieser Lohnfortzahlung, wie wir sie hier kennen. Oder auch dem Thema Kurzarbeit, was im Moment ja Arbeitslosenmeldungen zu verhindern scheint, aber natürlich faktisch arbeitslos ist. Was ist denn Kurzarbeit null? Das ist ein Euphemismus für Arbeitslosigkeit und hilft den Unternehmen, also ich will das nicht schlecht machen, um Gottes Willen, aber Kurzarbeit null ist nichts anderes als eine staatlich anders aufgefangene Arbeitslosigkeit. Ja, Verschiebung der Arbeitslosigkeit und mit der Hoffnung, dass er gar nicht erst eintritt, absolut richtig. Genau. Und ich glaube, mit diesen ja nicht allzu rosigen Bildern wollen wir vielleicht einige Zuschauer mal einfach zum Nachdenken bringen. Es soll jetzt nicht heißen, dass wir sagen, es ist alles ganz schlimm. Aber ich finde es immer ganz wichtig, gerade zum Thema Börse, man ist sehr schnell, sehr euphorisch. Oder es gibt halt nur die kompletten Schwarzredner, die einfach nur Recht haben wollen. Ich finde es immer einfach grundsätzlich sagen, warum sollte man auch mal die andere Seite betrachten? Ich denke, bei heutiger haben wir einige Punkte angesprochen. Lass mich noch einen Punkt machen, der ist schon gerade da wichtig. Es geht eben wirklich darum, was wir gerade auch in den Interviews hier immer wieder sagen, es geht um ein Portfolio, was breit aufgestellt ist und was atmet. Und das atmet eben auch mal in bestimmten Phasen aus. Das macht vielleicht auch in bestimmten Phasen Entwicklungen, wenn man besonders vorsichtig agiert. Und ich spreche da durchaus leidgeplagt, aus unserer eigenen Publikation DZB Portfolio, wo wir in der Aufwärtsbewegung im konservativen Depot wegen dieser ganzen Daten Positionen auch aktiv abgebaut haben. Aber der Optimismus eben trotzdem offensichtlich da ist. Ich hatte dir eine Pressemitteilung, die wir als DZB Media herausgegeben haben, auch noch geschickt, wo die Anlageberater, die wir befragt haben, eben auch sagen, dass sie für die nächsten Monate weiterhin bullish sind. Also der Optimismus ist da, der ist jetzt nicht überbrodelnd. Also wir hatten da auch schon mal höhere Zahlen und auch die Gegenseite ist kräftiger als gewöhnlich. Aber es geht darum, mit seinen Geldern breit aufgestellt zu sein, damit man sich zwar in einer solchen Situation auch mal ärgert, dass man bei Kursrückgängen Geld verliert, aber eben auch zur Kenntnis nimmt, dass es wieder nach oben geht und man dann mit dabei ist. Aber das Wichtige ist vor allen Dingen, sich immer wieder selber zu fragen,
erscheint es einem jetzt der Moment zu sein, wo man in die Aktienmärkte einsteigt. Und da ist es eben durchaus sinnvoll, mal Ende Mai 2019 mit Ende Mai 2020 zu vergleichen. Die Welt steht in Teilen immer noch still, insbesondere in den USA, und muss erst mal wieder so ein bisschen in die Pötte kommen. Die Unternehmensgewinne, die Reduktion in den Unternehmensgewinnen sind noch nicht vollständig da. Da wird das zweite Quartal natürlich sehr, sehr spannend. Aber die Indexstände liegen gerade mal irgendwie, naja, ein paar Prozentpünktchen unter ihren Hochs. Und der DAX liegt 6% über Vorjahresstand, 31. Mai. Der Dow Jones liegt 6% drüber und der S&P liegt 13% drüber. Und ob das so ins Gesamtbild passt, das sollte man sich bei einer Kaufentscheidung insbesondere als ein ETF-Investor auch immer wieder fragen. Und wenn man Einzeltitel bevorzugt, na, dann muss man sich beim Einzelwert eben fragen, was ist da alles schon drin, was kommt da alles noch rein und dann entscheiden. Genau, das wäre vielleicht interessant für alle Zuschauer, mal einfach hier unten in den Kommentaren zu schreiben, wie seht ihr den ganzen Markt momentan? Seid ihr jemand, der erstmal Geld noch ein bisschen zur Seite hält oder seid ihr schon wieder voll investiert? Einfach mal, es hilft vielleicht ganz gut, mal zu sehen, was die anderen so tun, um sich auch einfach eine Meinung zu bilden. Die eigene Meinung ist wichtig und keinem hinterherrennen. Dementsprechend vielen Dank, Tobias, dass du ein paar, also einige Ideen mitgebracht hast, die hoffentlich zum Nachdenken animieren. Ich hoffe, jeder hat was dazu lernen können. Von meiner Seite aus vielen Dank, mir hat es wieder Spaß gemacht. Bis spätestens 2 Wochen nach Berlin. Ciao. Jeder und dass dein Baseballschläger zu Hause rausgehst. Ciao. Ciao.